Hallo und willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir, wie immer, Frank Buschi Buschmann. Die größten und konstantesten Erfolge feierte Inter Mailand in den Jahren 2006 bis 2010. Mit 5 nationalen Meistertiteln in Folge und dem Gewinn des Pokals der Landesmeister in Madrid. Und beim Scudetto in der Saison 88-89 hatten auch die Deutschen ihren Anteil, vertreten durch Andy Brehme und Lothar Matthäus. Trainer damals Giovanni Trapattoni. Vor der Donbass Arena befindet sich übrigens der größte schwimmende Granitfußball der Welt. Diese Steinkugel ist aus mehreren schwarzen und hellen Hartgesteinen zusammengesetzt und gleitet auf einem hauchdünnen Wasserfilm. Ireneusz Iglikowski wird heute die Partie pfeifen. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Und Achtung, genau hingeschaut. Jetzt kann er flanken. Das ist es. Keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. So sieht das der Trainer gern. Inter Mailand hat sich den Ball erobert. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Oh, da freut sich das an. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt, das ist eine richtig gute Aktion, ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Cambiasso am Ball. Herrliche Flanke. Oh, der hat ein gutes Auge. Er sagt Vorteil, der Schiedsrichter. Klasse entschieden, genau richtig. Ein unwiderstehlicher Sprint mit dem Ball am Fuß. Wo bleibt das passgenaue Abspiel? Zweikampf um den Ballbesitz. Und nun Diego Milito. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Guck mal hin! Da hat er diesen harten Schuss gehalten und das war keine Selbstverständlichkeit. Spiel über rechts, da geht die Post ab. Tolle Flanke. Klasse, wie er diesen Kopfball abgewehrt hat.
er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Und nun Diego Milito. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Und genau das macht einen zentralen Stürmer aus. Den Ball. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und weiter heißt es, aufgepasst. Ein klareres Foul siehst du kaum. Das muss Freistoß geben gegen Inter Mailand. Das ist dann mal eine glasklare Abseitsposition. Darüber wird hier nicht diskutiert, auch wenn es eine Torschance hätte. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Und nun Diego Milito. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Das könnte eine Torchance geben. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Tolle Flanke. Der Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab. Entwickelt sich möglicherweise was. Sofort abgezogen und es rennt! Ein super Tor, richtig derbe, ausgetrickst, der arme Kerl, der Torwart, tut mir leid. Aber das müssen wir uns wirklich noch mal intensivst anschauen, wie er den da über den Keeper lupft. Sieht so einfach aus und ist so schwierig. Cambiasso am Ball. Und nun Diego Milito. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Sauber erwischt. Mailand hat sich den Ball erobert. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Peter attackiert.
Und kann er diese Hereingabe verwerten? Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Und der Ausgleich ist hier gefallen. Das geht voll in Ordnung. Gefährlich werden. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Und die Situation ist bereinigt. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Und nun Diego Milito. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Und die Situation ist bereinigt. Walter Samuel. Balleroberung im Mittelfeld. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Souverän geklärt. Jetzt ins Tor. Und das Bällchen ist toll, wie er das macht. Und vom Abwehrspieler. Dank seiner Übersicht konnte. Wenn es so weitergeht, dann wird es sehr spannend im Durchgang 2. Denn zur Pause steht es 1:1. Da sehe ich aber eine Mannschaft, die mit dieser berühmten Glücksgöttin im Bunde gewesen ist in der ersten Halbzeit. Ja, absolut. Also das ist eine ganz klar einseitige Partie. Aber du musst am Ende auch mindestens einen versenken. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Und nun Diego Milito. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Keeper spielt schön mit. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän.
Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Cambiasso am Ball. Und nun Diego Milito. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Können Sie die Flanke verwerten? Und das war ein richtiger Kracher. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gutes Tackling auf der Außenposition. So eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Ball im Tor aus, Abstoß. Schöner Zweikampf von ihm, kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft, sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Cambiasso am Ball. Das Spiel ist unterbrochen, es war Hand. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache, Abstoß. Gute Chance, aber deutlich vergeben. Tja, er kann den Kopfball nicht richtig kontrollieren und so geht das Ding am Kasten vorbei. Welch
Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Tja, bei dieser Auswechslung denkt er vielleicht schon an das nächste Spiel. Denn wenn der heute vom Platz geflogen wäre, der Spieler, dann wäre er im nächsten Spiel definitiv nicht dabei gewesen. Jawohl, abgefangen. Kriegt jetzt als nächster den Ball. Ball im Tor aus, Abstoß. Mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Blitzschneller Freistoß. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Inter Mailand mit der Chance. Jetzt schießt er und... Ja, da kommt was auf uns zu. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Eduardo. Eine tolle Torwartleistung, aber der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Es wird gewechselt. Können Sie die Flanke verwerten? Er ist einfach zu früh gestartet. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner. Achtung! Der könnte passen! Ja, mit dem Unentschieden, da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt.
müsste die Flanke kommen. Und Tor, der ist drin. Sie gehen in Führung. Dem Trainer gehören die Schlagzeilen, aber auch dem Joker. Denn der hat's gemacht, das Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Ja, der Treffer eigentlich nur noch Formsache. Die Flanke. Die Flanke war wirklich die entscheidende Situation. Klasse. Mittelanstoß. Die Fans von Inter haben Spaß. Ihre Mannschaft führt. Ja, da kommt was auf uns zu. Eduardo. Eduardo. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Klares Foul. Es gibt Freistoß. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Auch unter Druck absolut ballsicher. Entwickelt sich möglicherweise was. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Souverän geklärt. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Eduardo. Irgendwie gibt es heute kein Vorbeikommen. Meter attackiert. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Tolle Flanke. Der Ball war ihm aus. Es muss Eckball geben für Inter Mailand. Den gibt es auch. Chivo! Erobert zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen. Dann wäre was gegangen. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Viele haben drauf gewartet. Viele werden ihn verfluchen. Den Pfiff des Schiedsrichters, der dieses Spiel beendet. Freundschaftsspiel gewonnen. Jetzt gibt's Steak statt Königsberger Klopse. Herrlich. Und nicht, dass die davon dick werden, aber sie kriegen eine breite Brust. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.